So, damit haben wir das auch. Ich würde mal sagen, jetzt machen wir mal Desert Fox. Ein komplett neues Spiel. Was aber auch ziemlich gut ist. Zerstöre alle feindlichen Panzer. Gewinne, indem du das übrig bleibst. Oder die meiste Energie hast, bevor die Zeit abgelaufen ist. L1 und R1 dreht den Turm und drücken, um Hauptwaffe zu feuern, drücken, um Minen abzuwerfen. Sammle extra Minen, indem die Wumperfrüchte, um deine Energie zu erhöhen. 3, 3, 2, 2, 1, 1, los! los. Nein, nein! Nein! Jetzt hat er mich ja noch eingefangen, oder was? Nein, ich bin weg! Nein! Rillaru hat gewonnen. Rillaru gewinnt. Oh, das ist aber nicht ganz so einfach. Hier, da muss man mit Minen auch arbeiten können. 3, 2, 1, los! Nein! Nein! Oh! Ich bin schon wieder der Erste, der krepiert. Cortex gewinnt. Cortex gewinnt. Das ist doch nicht so einfach. Ich bin noch etwas aus der Übung. Ich habe das Spiel vor Jahren mal zum letzten Mal gespielt. 3, 1, los! Okay, momentan habe ich noch am meisten Lebensenergie. Okay, der ist platt, dann nur noch den Kong. Jawoll! Haben noch volle Lebensenergie. Das war richtig gut diesmal. 3, 2, 1, los geht's! Oh ne, auf einen kleinen Kampf möchte ich mich eigentlich nicht einlassen. Ja. Was soll ich wohl machen müssen? Nein, 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 nein! Oh, Glück gehabt. Nein! Jawohl, der ist platt. Jawohl! Wer setzt den Gnadenstoß? Ich! Crash gewinnt! Okay, jetzt haben wir schon 2 zu 1 zu 0 zu 1. Also, bis auf Kong und Rillaru, Kong. Kong hat noch keiner gewonnen. Los! Der war nicht gut geschossen. Ach, da habe ich Glück gehabt. Der Cortex hat noch viel Energie. So, ich bin weg. Und Cortex gewinnt. Ach, ich habe alle drei Minen eingesetzt. Hat mir aber nichts gebracht. Ich habe dadurch keinen getroffen. So, jetzt wird es spannend. Also ich sollte am besten den Cortex als erstes ausschalten. Ich habe schon wieder zwei Gegner hier. Nein! Jetzt habe ich sogar gleich drei Gegner. Nein! Lasst mich hier in Ruhe. So, Cortex ist weg. Ich aber gleich auch. Weil ich es nicht clever anstelle. Der war gut. Yes! Nein! Ich dachte, das hat gereicht. Ich warte. Yes! Puh, damit habe ich dann nur den Sieg hier eingefahren. Ein ganz wichtiger Sieg. Weil der Cortex war immer schon auf den Fersen. So, ich würde mal sagen, wir machen mal gleich den Kristall hier auch.
Weil ich habe jetzt einfach mal vor, den Kristall zu machen. Ach du Scheiße, ne. Besiege deine Gegner und gehe den Gefahren des Wassers aus dem Weg. Kommt denn da aus dem Wasser raus? Bomben? Da bin ich jetzt mal gespannt. Das muss ich mit viel Logik hier dran gehen. Ja, ist klar! Du suchst mich, glaube ich, kann das sein? Anhieb gewonnen. Du gewinnst. So ein U-Boot-Rohr kam da raus. Ja, ist klar. So, den Edelstein machen wir auch gleich. Weil die brauchen wir eh. Gewinne du die Endspiel in der angegebenen Zeit besiegst. 40 Sekunden. Okay. Drei, das ist machbar. 2, 1, los! Man muss halt nur ein bisschen aktiver sein. Das Platz. Noch ein paar Sekunden getroffen noch. Oh, es wird knapp. Nein, du versagst. Boah, das ist aber echt knapp bemessen mit 40 Sekunden. Weil die Attacke hier nicht ausweichen können. Okay, das wird wieder. Oh, wird wieder. Nein! Ich lass mich lieber selber treffen. Ne, das wird nicht reichen. Doch! Es reicht, wenn sie sich sehr gegenseitig erledigen. Jawoll! Puh! So, dann haben wir dieses Level auch abgeschlossen. Jetzt wird uns noch Pokoa Gogo. Kreise Fläche mit deiner Farbe an, um die Mitte zu erobern. Zähle die Quadrate zu deinen Treffern. Die Ecken der Arena zählen so wie die Quadrate dieser Farbe. Viel zu kompliziert. Gewinn, indem du nach Ablauf der Zeit die höchste Punktzahl hast. Elektrobetäubungsgrad ist neu, ja. Wir müssen Quadrate einfach nur sammeln, mehr nicht. Immer schwerer erklärt, als es ist. Genau. Weil diese Doppelfalle sind richtig geil. Ja, wollen die nämlich gerne mit. So, 27 waren das. So. Man kann am besten auch so 9er Felder machen. Oder 12er. Habe ich sogar jetzt gemacht. Boah. Wenn einer von denen noch gar keinen Punkt gemacht haben. Ich meine, hier gnadenlos in Führung. Also jetzt muss man keine Kisten mehr, sondern jetzt muss man Quadrate zielen hier. Vortex.
Der stand mir einfach im Weg und hat mal kurz weg zerstört. Wenn ich die Rennspiele am besten. So. Nehme ich gerne mit. Alter, der steht mir immer im Weg, dieser Cortex. Alter, nein! Grillau, was machst du da? Ach komm, gib mir doch den Pfeil, Mann, ey! Na gut, das habe ich gewonnen, die haben ja kaum Punkte, ey. 24, 29, was sind denn das für Punkte, ey? 15. 153. Crash gewinnt. Und wie ich das Ding gewinne, ey. 3, 2, 1. Los! Am besten immer so 9er-Felder. So. Aber das wäre ein bisschen langweilig auf die Dauer. Oh, lass mich nach unten. Jawohl, ja. Alter, ich bin ganz großes Feld, da wird immer besser. Das hat man das Ganze. Wie die Drähte haben. Jawohl. 16. Dritter. Jawoll. Der Fall kam genau richtig. Wie der da. Dritter, Dritter. Jawoll. Mal lass mich doch durch. Jawoll, wieder 16. Jawoll, der Fall kam auch richtig zum richtigen Zeitpunkt. Jawoll, wieder 18. Nein! Jawohl, der ist gut. 20, jawohl. Wieder Treter. Und diesmal haben die Gegner mal mehr Punkte. So. Und bei den Rillau schocken. Aber wir haben ja eh gewonnen. So, noch einmal. 3, 2, 1. Los. So, wieder 9 Punkte ganz am Anfang gemacht. So, das sind 11. Das sind schon mal 20. Das fängt ja richtig gut an. Wenn ich noch ein paar Treter hätte, wäre es noch besser. Dafür durch diesen scheiß Schrall. Oh, Cortex hat mir die Treter weggespitzt. So, dann nochmal Treter. Wenn man neue Treter, dann hält das natürlich länger an. Jawohl, doch, Betreter. Jawohl, 27 Augen. Jawohl! Läuft alles nach Plan hier. Jawohl! So, nochmal ein paar Treter und das Pferd komplett hier. Jawohl, 29. Den Augen gehört mir! Jawohl, die Dritter gehören auch mir. Jawohl, jawohl, jawohl. 25. Gekonnt, gekonnt, alles gekonnt hier. Da geht's. Ja, noch 17 Sekunden, dann haben wir es fertig. So, komm, 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 komm. Ein paar Punkte brauche ich noch. Oh, Rillau, mach mir nicht alles kaputt. So, danke. Ich habe noch 5, 4. Jetzt müssen wir einfach noch 9er Felder machen. Und meine letzten Punkte hier einsacken. 169, damit gewinnen wir. Crash, auch die dritte Runde. Und damit haben wir alle Trophäen, glaube ich, zusammen jetzt. Alle 9. Scoot. So, da brauchen wir uns jetzt mal. Was brauche ich denn noch? 6 Edelsteine, ich habe 3. Was haben wir schon? Machen wir das hier noch mit dem Edelstein. Und ich würde sagen, machen wir gleich die Kristalle. Denn was wir haben, das haben wir. Gucken, was die Aufgabe ist. Okay, wir haben mit weniger Zeit. Also, wir haben 40 Sekunden.
das wird extrem schwer eigentlich. Verdammt. Weil da bleibt eigentlich keine Zeit zu erholen. Jawoll! Aber gleich der erste Sieg. Du gewinnst. Dann haben wir auch diesen Edelstein oder Juwel. In unsere Sammlung aufgenommen. Und dann, ich habe gesagt, den Kristall machen wir auch gleich. Wäre nur die halbe Wahrheit, wenn ich die nicht machen würde. Gewinne ohne Möglichkeit Kisten aufzunehmen. Okay, das ist machbar. Okay, das hat er richtig vor, hier Schweizer Käse zu machen. So, der ist weg. Oh je. Oh je. Okay, hier muss man mit viel Gefühl spielen jetzt. Du versagst, ja. Weil ich K.O. gegangen bin. Erneut versuchen, bitte. 3, 2, 1. Los! Los! Gut, dass sie sich noch gegenseitig wegplatten. Boah, gerade so ausgewichen noch. Was haben die denn noch? Okay, der ist auch weg. Ich hab gewonnen! Du gewinnst. Ja, mit dem Kristall. Dann haben wir den Kristall auch schon. Desert Fox Space Base habe ich schon alles. Na komm, machen wir heute den Edelstein. Dann habe ich 5. Und 6 von 9 brauche ich. Ist nicht ganz ohne. Soll ich versuchen? Ja, okay, jetzt haben wir 9 und 15. Sollte trotzdem machbar sein. So, aber wir die Lache hier von Mr. Crash Bandicoot. Was ist das denn nicht? Das ist ein Fuchs? Oder was war das eigentlich? Da scanne ich mich. Okay, dann wähle ich lieber den hier ab. Ich schicke den Pump und dich ganz zurück. Den kannst du auch noch haben. So, noch habe ich keine reinbekommen. Ganz am Anfang keine reinzubekommen, ist ultra wichtig bei diesen Edelsteinen. Der 3, na gut, da geht keiner auf mich. Ah, der eine war blöd, der ging sofort zurück an mich. Nicht gut. Damit habe ich jetzt einen reinbekommen. Und da ist mein zweiter gerade drin, da war mein dritter. Nehmen wir ein paar wieder mit. So, oh, ich habe wieder einen bekommen. Es sind nur noch 5. Ach, 4. Die anderen haben noch 10. Nein, ich habe nur noch 2. Ja gut, das werde ich diesmal verlieren. Das sah am Anfang eigentlich noch gut aus. Habe ich noch einen und das soll ich noch gewinnen. Da los aber aus der Wundertüte rausgreifen hier. Da darf aber nichts mehr schief gehen. Ja, du versagst. Ah, Collis habe ich auch noch mitgenommen, immerhin etwas. So, gleich neuer Versuch. Lass natürlich nicht auf mich sitzen. Bisschen mehr Concentration. Der Kong freut sich, dass er gerade einen reinbekommen hat. Das ist gut.
Ah, direkt in die Hände von Cortex. Weg da. Ah! Das ist schlecht, so früh am Spiel schon einen reinzubekommen. So. Den sammle ich auf. Den sammle ich auf. Und zack. Beide drin. No! Oh! Kong, du kleiner. Oh. Alter, das kriegt die Dinger aber hier gut rein, sehe ich, merke ich gerade. Mal einen muss ich ja reinlassen. Ich habe nur noch 5, die ich rein. Also noch 4 eigentlich, die ich reinlassen darf. Oh, da waren es noch 3. Das gewinne ich auch wieder nicht. So, auch wenn ich mit Cortex ausgeglichen habe, der ändert noch 13 das gehen. So, wenn ich den Cortex wegkriege, dann ist es ein bisschen einfacher für mich. Er hat noch einen. Der ist jetzt drin. Ach, verdammt. Jetzt muss ich nur noch mein Tor verteidigen. Aber vielleicht geben sie sich die Dinger gegenseitig jetzt hin und her. Bevor ich jetzt einfach mal hoffe. Okay, 2 habe ich noch. Der eine hat noch 4, der andere hat noch 6. Ah, der hat mir einen reingedrückt, der Arsch. Ne, dabei kam er gerade zurück. Oh, das ist echt schwer. So, gleich noch ein Versuch. Los. Ich glaube, bei was sag ich so wieder Fail. Wie bei Mario Superstar Baseball bin aber Fail-Stand. Aber versagt hört sich geiler an. Vor allem wie der das spricht, ey, das ist. Oh. Fand ich so frustrierend, sagt er, dass du versagst. Oh. Schon live in den Spruch kann ich dir manchmal eine reinhauen. Oh, kommt ihr wieder? Oh, das gewinne ich wieder nicht. Ich krieg einfach am Anfang zu viele rein, merke ich gerade. Ich habe nur noch 7. Alter, das ist halt das gemeine. Die Aufgabe mit. Brutal. Schwerer. Oh, 5. Ne, das gewinne ich nicht. Ich krieg einfach schon zu viel am Anfang rein. So, Cortex hat noch 11. Ah, komm. 4 habe ich nur noch. Wie soll ich denn das noch? Wie soll das denn noch gut gehen hier? Alter, ne, ich hole hier nichts auf. Der Vorsprung. Ey, ich habe kein. Der Rückschritt wird ja immer größer hier. Ich sollte vielleicht meine Strategie gleich zurechtlegen. Meine 2 darf ich nur noch. Aber ich bin ja ein Kämpfertyp, der kämpft bis zum bitteren Ende. Nein! Ja, ne, das verliere ich. Wenn ich das noch gewinne hier, dann ist das echt was Gutes. Oh! Nicht, dass der mir den einen da reindrückt. Oh nein. Nein! Oh, er kam rechts an mir vorbei, dieser Scheißball. 3, 2, muss am Anfang, ich muss versuchen, diese 9 lange aufrecht zu erhalten. Am besten, ich muss den Cortex ausschalten, denn ich habe noch meine 9. Aber wenn der Cortex ausgeschaltet ist, dann habe ich einen Vorteil.
So, komm, gib den einmal den Rilla-Oma was ab. Ach! Warum habe ich mich da rechts bewegt? So, aber ich bin schon mal besser aufgestellt als vorhin. Das ist schon mal was Gutes. Das ist ein gutes Omen. Ich habe noch 8. Der Kong hat am meisten noch. So, Cortez sagt jetzt weniger als ich. Und der Rilla, du auch so viel wie ich. Okay, jetzt läuft's. Jetzt habe ich eine realistische Chance. Ah, aber solche Dinger muss ich abwehren. So, Cortex hat noch einen. Jawoll, den tauche ich dir jetzt rein. Nein. 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 Ich habe noch 5. Noch 4. Komm, hau dem was rüber. Aber nicht mir. Ja, voll. Ja, alle haben noch 2. Nur noch abwehren. Nur noch abwehren. Nur noch abwehren. Verdammt, der 4. Ja, jeder hat noch einen. Ja, ich hau ihn rein. Oben links in die Ecke von ihm. Jawoll. Ja.